Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal gibt es den zweiten Teil des Kada Master Sets 56031 der Dongfeng 21D Anti-Ship Ballistic Missile, also das Anti-Schiffsraketenfahrzeug, was auch immer. Es hat 6351 Teile. Ist aus dem Jahr 2022. Es wird auch motorisiert werden, ganz am Schluss. Und zwar mit 3L-Motoren, 3M-Motoren und einem Vierkanal-Akku. Die Bauanleitung dazu hat 540 Seiten, wird in 9 Bauabschnitten unterteilt und 1621 einzelne Bauschritte. Das letzte Mal im Teil 1 sind wir bis einschließlich Bauabschnitt 3 oder Bauabschnitt C, wie es Kada auch nennt, gekommen, mit nämlichem Ergebnis. Ich kann es ja noch mal kurz zusammenfassen. Bauabschnitt A hat mit den 5 Achsen begonnen, der Bauabschnitt B mit dem Rahmen und dem Motor vorne und der Bauabschnitt C hat dann den Rahmen weitergebaut. Und dann die ganzen Anbauteile, wie das hier hinten, was ich noch nicht weiß, warum das hier da ist, aber ich schätze mal, das wird eine Mithilfe sein für die Rakete dann später zum Aufstellen. Verkleidung ist schon dazu gekommen, das ist allerdings anscheinend alles lose. Da gibt es keine Pins, die das festmachen würden, wird wahrscheinlich vom Gewicht allein gehalten. Jetzt habe ich es ein bisschen falsch, so jetzt, aber man sieht, es kann nicht hin und her wackeln, es ist relativ gut drauf. Die Vorderseite, die Stoßstange mit dem schrägen Blech darunter, also in echt ist ein Blech oder ein Eisen, hier ist natürlich Kunststoff. Und der Motor ist schön verkleidet worden, wie man sieht. Mittlerweile, ich habe das ein wenig studiert, was ich hier zusammengebaut habe. Mittlerweile, glaube ich, kenne ich mich ein bisschen aus. Ich habe noch nicht in der Bauanleitung nachgesehen, weil ich möchte mich überraschen lassen. Aber ich mutmaße jetzt hier ein wenig. Hier an der Seite glaube ich, dass ein Motor rankommen wird, der für die Lenkung dann zuständig ist. Da gibt es dann hier unten eine Umlenkung. Das sieht man jetzt nicht, weil das unter dem Schutzverkleidung hier ist. Das geht hier rüber. Darunter ist eine kleine Welle, diese hier, da unter der grauen, und die geht dann hier rein in das Getriebe und da gibt es dann eine Untersetzung, weil wenn der Motor so schnell dreht, dann würde er relativ schnell lenken und das haben sie jetzt ein wenig untersetzt, mit Rutschkupplungen versehen hier, diese zwei, und es gibt auch noch eine Umleitung nach hinten, denn die letzte Achse hinten, diese hier, die lenkt auch noch mit. Die wird dann gegenläufig mitlenken und die vorderen zwei in die eingeschlagene Richtung, die man halt fahren möchte. Und das passiert hier drinnen. Das ist ein kleiner Teil des Getriebes. Hier diese Zahnräder, die sind dann für den Antrieb zuständig. Angetrieben werden diese beiden Achsen. Von den hinteren drei werden nur diese beiden, die mittleren, angetrieben. Es gibt neue Differentialgehäuse, das habe ich im Teil 1, im Aufbauvideo 1, habe ich das schon etwas thematisiert, da sieht man es genau, wie das innen aussieht. Finde ich lässig, ist neu. Was auch neu ist, es gibt Blattfedern, diese hier, man sieht es ein wenig, ich versuche das ein bisschen zusammenzudrücken, so. Funktioniert gut. Ist auch gleichzeitig ein wenig eine Achsführung und ist relativ straff gefedert. Aber das Ding hier hat wahrscheinlich gute 10 bis 11 Kilo. Da braucht man schon eine ordentliche Federung. Ansonsten, hier hinten gibt es noch einen Schlitten, der nach hinten und nach vorne fahren kann. Das wird hier gelöst mit diesem Getriebeteil hier inklusive. Hier drinnen, da ist ein Schneckengetriebe eingebaut. Das greift dann auf ein Zahngestänge. Das ist so ähnlich wie die Lenkung, eine Zahnstange. Und
mit dieser Hilfe, wenn ich jetzt hier drehe, sieht man, dass sich die Zahnräder bewegen in einer Untersetzung. Wird dann der ganze Schlitten, hier das ist auch beweglich, so wahrscheinlich agieren, dass die ganze Vorrichtung sich dann nach hinten anhebt. Der Motor dafür, bin ich der Meinung, wird wahrscheinlich hier reingesteckt. Hier steht nämlich ein Stück Achse raus, da unterhalb ist ein Pin und das sieht mir ganz verdächtig danach aus, als ob hier ein Motor rankommen würde. Wie gesagt, bei der Lenkung glaube ich, dass es hier sein wird. Beim Antrieb, habe ich eh schon das letzte Mal gezeigt, wird es wahrscheinlich hier sein. Da werden die zwei L-Motoren rankommen. Die haben hier nämlich einen Anschluss und das dreht sich alles schön mit. Ein paar Pins sind auch hier angeordnet, 4 Pins und in der Mitte dann der Anschluss für den Motor. Schaut mir ganz verdächtig danach aus, als ob das so wäre. Das Bauen ist ein Traum, muss ich sagen. Es ist echt der Hammer. Man baut pro Bauschritt im Schnitt 4 bis 5 Stunden. Es ist unglaublich. Ich habe für die ersten 3 Bauabschnitte schon 13,5 Stunden gebaut. Für den ersten 3,5, für den zweiten und den dritten Bauabschnitt jeweils 5 Stunden. Und es macht irrsinnig Spaß. Also es ist echt ein Traum zu bauen. Ich kann wirklich nur Gutes davon berichten. Die Bauteilqualität ist auch gut, muss ich sagen. Es sind zwar hier und da ein paar Fliesen, die zerkratzt sind, aber im Großen und Ganzen passt es. Es ist nicht irgendwie der Rede wert, dass man da jetzt schimpfen könnte darüber. Das Teil hier, vielleicht kann ich noch nachforschen, was das hier sein soll. Das ist ja hinter dem Motor, also hat es mit dem Motor nicht wirklich was zu tun. Das kommt ja hierher, das kann man aufklappen und dann kann man reinschauen. Ich zeige das kurz her. Da sind dann ein paar Innereien drin. Ich denke mal, dass das für den Abschuss der Rakete dann in echt halt verantwortlich ist, dass hier vielleicht die ganze Elektronik und die Technik darinnen ist. Gut, so viel zur Einleitung. Ich bin schon neugierig, wie es weitergehen wird. Der nächste Bauabschnitt ist der Bauabschnitt D. Der hat ganze 11 Tüten, wo die Bauteile reingekommen sind. Bin schon gespannt, wie viel das hier sind, weil im Bauabschnitt C haben wir über 1000 Bauteile inklusive den Aufklebern, inklusive 23 Aufkleber, waren es 1002 Bauteile in einem Bauabschnitt. Also unglaublich. Und da waren 9 Tüten im Umlauf. Hier im nächsten Bauabschnitt, im Bauabschnitt D, sind es 11 Tüten. Und schauen wir mal, was wir hier zusammenbringen. Los geht's!
Der Bauabschnitt D ist beendet. Gebaut habe ich die Fahrerkabine. Gebraucht habe ich dafür knappe 6 Stunden. Es war wieder der Wahnsinn. 240 Bauschritte waren dafür notwendig. Das ist bisher der größte von den Bauschritten her. In 11 Tüten, was auch die meisten waren bisher, waren die Bauteile aufgeteilt. Und 952 Teile gingen hier in die Kabine rein. Allein in die Kabine 952 Teile. Es ist ein Wahnsinn. Wir haben fast wieder die 1000er Schallmauer durchbrochen. Schauen wir kurz ins Detail. Diesmal ist die Kabine mit ganzen 2 Pins festgemacht. Der Rest ist wieder quasi nur draufgelegt. Und es sind sehr viele Systembausteine hier reingegangen. Ganz wenig Technik nur. Sie ist optisch meiner Meinung nach gelungen. Sie schaut recht gut aus. Das Ding ist wahnsinnig schwer jetzt schon mittlerweile. Ich probiere, vielleicht kann ich die Kabine runternehmen. Was auch noch auffällt, oben ist ein Platz freigelassen hier. Man sieht auch bis zum Motor runter. Und ich denke mal, das Ganze hier wird freigelassen für die Rakete dann später. Da ist ja dann, ich glaube, die Spitze von der Rakete dann schon. Und deswegen hier der Ausschnitt. Aber wir werden es noch ganz genau dann sehen. Die Türen sind öffnbar. Einmal und zweimal. Man kann auch reinschauen. Es sind pro Seite. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist, ob der jetzt wirklich 2 Sitze pro Seite hat. Man sieht es jetzt schlecht. Oder ist es nur ein Sitz, der so konstruiert worden ist? Ich nehme dann die Kabine runter, dann sieht man es besser, was ich meine. Aber mir gefällt das relativ gut. Sie haben ja auch die Schräge hier. Das geht ja nicht nur gerade hier rauf, sondern man sieht es, es läuft so ein bisschen schräg zusammen. Jetzt habe ich da meinen Spiegel verbogen. Und das um die Ecken da herum, das haben sie auch recht schön gemacht. Das gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Scheibenwischer haben sie recht große drauf gebaut. Hier oben noch eine Beleuchtung. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht irgendeine kleine Funkantenne, keine Ahnung. Probieren wir kurz die Kabine runternehmen, vielleicht geht's ja. Mal schauen, ob es. Jawohl, hab's geschafft. Ah, jetzt sind, normalerweise sind hier 2 Pins drin, die sind jetzt in der Karosserie drin geblieben. Also hier vorne werden sie angepinnt. So, das werden wir mal zurückgeben. Jetzt kann man es schön von vorne betrachten. Überall noch dieser Camouflage-Effekt noch dabei. Die Kabine selber hat die Scheibe so schräg nach vorne, also nicht gerade oder zurückgelehnt, sondern eher nach vorne. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Und hier diese Schräge, die ich gemeint habe, wo sie oben dann zusammengeht. Das haben sie auch relativ gut hinbekommen. So sieht man es nochmal von oben. So sieht das Ganze dann von unten aus. Und was man hier jetzt auch gut erkennen kann, das Ganze hat eine mitlenkende, also ein mitlenkendes Lenkrad. Da darf man es nicht angreifen, hängt nur 2 Pins. Wieder reinstopfen. So, alles wieder gut. Vielleicht kann man es jetzt hier drinnen ein wenig erkennen. Da gibt es ein Lenkrad. Ich versuche mal daran zu drehen. Dann sieht man es, dass es mitgeht, oder? Ja, man sieht es, man erkennt es. Das greift dann nämlich hier oben auf diesen, 2000 Bild, auf dieses Zahnrad, das alle 90 Grad einen Pin hat. Hier greift das nämlich drauf und wenn ich jetzt lenke, dann dreht sich dieses 4-pinnige Zahnrad hier und greift dann oben in das Gegenstück rein. Dieses hier meine ich. Und das Ganze wird dann über Zahnräder hier nach oben gelenkt und dann kommt man hier dann raus beim Lenkrad. Ist schön, dass sie das gemacht haben.
Ist ein kleines Detail, aber man freut sich sehr über Details. So, jetzt probiere ich nochmal das zuher zu zeigen, was ich gemeint habe mit dem Sitz. Mal schauen, ob das irgendwie geht. Na, ist schwer, 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 schwer. Hier sieht man, es sind zwei Sitze nebeneinander. Jetzt weiß ich nicht, wie das gemeint ist, aber ich denke eher, dass es so gemeint ist, weil da auch nur eine Kopfstütze ist, dass diese zwei Sitze oder diese zwei um die Kurve gebogenen Panels einen ganzen Sitz darstellen sollen. Ich glaube, dass das eher so gemeint ist. Und da ist jetzt hier vorne zwei, in der Mitte eben Platz gelassen für die breite Mittelkonsole, für den Motor. Und hinten gibt es dann auch noch für die hinteren Passagiere jeweils auf einer Seite einen Sitz. Durch die Schräge ist es gar nicht so leicht wieder zum Zumachen, weil das ist alles sehr eng, aber es geht. Handgriffe haben sie auch drauf gemacht, auch wieder Camouflage-Effekt. Und diese Seite hier schaut auch ein wenig anders aus mit dem Braun, was da drinnen ist. Und das hat man hier auf dieser Seite nicht, da ist es dann dunkelgrün. Also es ist wirklich sehr detailliert alles. Genau, und hier nochmal dann ein Sitz. Ja, ich glaube, diese zwei sollten einen einzigen darstellen und nicht zwei nebeneinander. Weil sonst hätten wir ja 2, 4, 8 Sitze dann drinnen. Wäre auch irgendwie vom Verhältnis her, vom Größenverhältnis würde das dann auch nicht passen. Okay, das wär's zu Bauabschnitt D, Dora. Ich versuche jetzt das Ding hier wieder raufzubringen, ohne gröberen Unfall. Die Pinne sind ja jetzt da vorne drinnen. Geht das? Ja, hat funktioniert. Juhu! Habe jetzt die Stoßstangen abmontiert? Nee. Passt schon. Da darf man nicht angreifen. Hier. Das ist nur. Das hängt nur an Stats. Hier unten geht es besser an der Platte. Da kann man es ruhig angreifen. Aber hier oben, glaube ich, ist nicht so ratsam, wenn man das macht. Gut. Okay. Wie gesagt, das wäre es jetzt mit Bauabschnitt D. Weiter geht es mit Bauabschnitt E.
Der Bauabschnitt E ist beendet. Gebaut habe ich die rechte hintere Seitenverkleidung. Gebraucht habe ich dafür gute 4-4,5 Stunden. 217 Bauschritte waren dafür notwendig. In 7 Tüten waren die Bauteile aufgeteilt und insgesamt sind hier 725 Bauteile verbaut. Schaut eigentlich gar nicht so aus, ist aber so. Das Ding hat ca. 52 cm Länge. Es ist echt alles groß an diesem Set. Es ist einfach der Wahnsinn. Man sieht wieder viel Camouflage, möchte man fast sagen, mit dunkelgrünen, hellgrünen Tönen. Ein bisschen was Braunes ist auch dabei. Und hier kann man schon erahnen, dass das hier der Platz für die hinteren drei Achsen ist oder den drei Rädern auf der Seite. Das wird vorne sein. Ich weiß nicht, was da noch alles dazukommen wird. Das ist definitiv hinten, weil hier eben das Rücklicht ist. Hier wird es dann noch eine Verbindung geben zur anderen Seite herüber. Ebenso auch hier. Da wird wahrscheinlich irgendwas befestigt mit der Startrampe für die Rakete dann. Wie man sieht, es gibt auch ein kleines Innenleben mit ein wenig Technik drinnen. Hier sind ein paar Zahnräder verbaut, inklusive einer Rutschkupplung. Die machen hier einfach nur eine kleine Untersetzung, weil meine Vermutung, wie gesagt, ich habe nicht vorgeblättert im Bauplan. Ich nehme alles so, wie es kommt. Das ist alles nur eine Vermutung, was ich hier anstelle. Am Schluss werden wir es dann eh sehen, wie es in Wirklichkeit dann wird. Meine Vermutung ist, dass hier ein Motor angeklemmt wird. Hier sieht man zwei Pins und eine Achse, die dann hier mit den Zahnrädern verbunden ist. Und wenn ich hier schnell drehe, dann kommt am Schluss, weil hier sind nämlich Stützen drinnen mittels eines Aktuators verwirklicht. Hier vorne auch. Hier ist der Aktuator hier und der hat hier unten dann den Stützfuß. Verbunden sind die zwei Aktuatoren, einer hier mit dieser langen Achse hier. Die geht bis hier vorne hin und sogar noch weiter. Und wie gesagt, die Untersetzung passiert hier. Wenn ich hier jetzt drehe, sieht man, wie sich die Zahnräder ganz langsam hier nur bewegen. Und eben das passiert hier mit dieser Untersetzung. Da wird alles langsamer gemacht, damit die Stützen auch sich schön gemütlich dann rausdrehen können. So sieht das Ganze dann von unten aus. Es ist sehr gemischt, wie man hier sieht, dieser Aufbau mit Technik-Liftarmen, mit ein wenig Technik-Zahnrädern und natürlich auch wieder mit Systembausteinen wie hier oder hier. Hier gibt es auch noch eine Tür. Warum, weiß ich nicht. Wenn das Ding in echt tatsächlich so groß ist, dass hier ein erwachsener Mensch durch kann, na dann Prost Mahlzeit. Dann muss das in echt ja wirklich ein großes Ding sein. Da oben gibt es auch noch eine Verkleidung. Wozu dieser Spalt hier ist, werden wir dann später mal sehen. Und dieses Loch ebenso, da bin ich auch schon neugierig. Aber wir werden es, wie gesagt, am Schluss alles herausfinden. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Der Aufbau bisher auch wieder spaßig. Es ist alles schön abwechslungsreich. Wenn man zum Beispiel so ein Teil hier baut, dieses Ding hier, das baut man von unten nach oben. Das hier baut man zwar auch von unten nach oben, aber in einer anderen Reihenfolge. Also immer ein bisschen Abwechslung, dass nicht alles immer gleich ist. Das haben sie eigentlich relativ gut gemacht, muss ich sagen. Es ist alles schön verkleidet auch mit Fliesen. Also es ist eine recht cleane Oberfläche. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Von den Bauteilen her gibt es bisher keine Probleme, weder bei den Zweierachsen noch bei den Pins noch sonst irgendwo. Die Klemmkraft auch bei den Systemsteinen hier ist gut. Da habe ich eigentlich nichts zu meckern. Ab und an ist eine kleine Schramme auf den Fliesen, aber das stört mich hier eigentlich relativ wenig. Und wenn man nicht wirklich auf 10 cm hinschnüffelt zu den Bauteilen, dann sieht man es auch überhaupt nicht.
Kader ist sehr sparsam jetzt geworden, auch wie Mold King mit den Bauteilen. Bisher hat noch nichts gefehlt, aber sie haben auch nicht wirklich viel dazugegeben. Also bei diesen 2, 4, 5 Bauabschnitten ist das hier übrig geblieben bisher an Ersatzteilen, sonst nichts. Also sie können auch sehr gut zählen. Bei meinen anderen Kadersets ist immer viel, viel mehr übrig geblieben. Hier waren sie ein wenig knauserig, die von Kader, und haben das übrig gelassen. Also die Ausbeute an Ersatzteilen ist sehr gering. Aber macht nichts, solange nichts fehlt und keine Fehlgüsse da sind. Das hatte ich übrigens auch noch nicht. Alles gut. Und jetzt machen wir weiter mit Bauabschnitt F. Der Bauabschnitt F ist beendet. Gebaut habe ich nun die linke Seite von der Verkleidung hinten und zusammengeführt habe ich beide Verkleidungen dann und draufgesetzt auch noch. Insgesamt habe ich dafür gebraucht 5 Stunden, 243 einzelne Bauschritte waren dafür notwendig. In 9 Tüten waren diesmal die Bauteile aufgeteilt. Und insgesamt 831 Bauteile gingen hier wieder rein in diesen Bauabschnitt. Von den 831 sind allerdings 20 Aufkleber, die ich natürlich nicht aufgebracht habe, wie immer, weil ich zerlege dieses Ding ja wieder und da kann ich das überhaupt nicht brauchen, dass hier Aufkleber drauf sind. Schauen wir kurz ins Detail, was ist passiert. Diese Seite schaut ein wenig anders aus als die drübere Seite. Hier sind Ventilatoren dazugekommen. 2 Türen haben wir diesmal und hier gibt es auch noch eine Klappe zum Öffnen.
Warum diese da ist, weiß ich nicht. Man sieht eigentlich nur die Achse hier. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wartungsklappe kann ich mir auch nicht vorstellen, weil soll ich die Achse schmieren? Ich weiß es nicht. Hier gibt es zwei Türen, die man öffnen kann mit ein bisschen Geschick. Sie sind relativ streng, also von alleine fallen die nicht auf. Und wie man sieht, ich bringe sie eh nicht auf. Naja, die ist eh nicht so wichtig. Wichtiger ist diese hier, weil hier muss ich zum Befestigen von diesem Teil hier eine Achse durchstecken, plus innen drin zusätzlich noch einen Dreierpin mit Achsstopper. Auf der drüberen Seite das gleiche. Hinten wird er nicht befestigt, er ist wirklich nur vorne befestigt. Hinten haben sie das so gelöst, dass man, hoffentlich kann ich das irgendwie herzeigen, jawohl, so geht's. Genau, dieses Teil hier schlüpft unter diesen Rahmen hier rein. Also dieser Zweier-Brick mit dem Loch hier, der hat eine Fliese oben drauf und diese Fliese quasi stützt sich dann auf den Rahmen hier ab. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie separieren kann. Geht schlecht. Jawohl, man sieht es ein bisschen, dass ich sie runterdrücken kann. Und hier entsteht dann ein kleiner Spalt. Also hier, wenn ich jetzt hier runterdrücke. Und dadurch kann sie nicht nach oben hinweg. Nach unten hin liegt sie quasi eh auf oben. Und so wird sie quasi hinten gehalten. Das war's. Das Heck sieht so aus. Ich kann es leider nicht weiter herdrehen. Das ist ein bisschen schwierig. Es ist auch eine Stoßstange hier unten dazu gekommen. Ein bisschen Beleuchtung, genauso auch hier, hier und hier. Hier weiß ich nicht, was das sein soll, diese Tellerchen, keine Ahnung. Da dürfte Vorkehrung sein für die Nummerntafel, brauchen die ja auch, die vom Bundesheer. Und das wär's, hier kann man durchschauen bis nach vorne. Es ist, von der Perspektive her schaut das schon gewaltig aus, oder? Wie lange das hier so nach vorne geht. Es ist wirklich unglaublich, dieses Gerät hier. Und ich bin noch immer nicht vorn. Jetzt bin ich vorn. Es ist echt Wahnsinn. Es ist wirklich super. Zum Aufheben ist ein bisschen problematisch. Aber ich versuche es mal so herzuzeigen. Es schaut aus von hier könnte es auch ein großer Dampfer sein, der einen Container transportiert. Es schaut echt cool aus. Also von dieser Perspektive her Wahnsinn, oder? Bin schon begeistert. Die Größe ist überhaupt der Hammer und es ist richtig schwer. Aber gut, weiter im Text. Es wird, wie gesagt, alles hier draufgelegt, nur hier ist zum Beispiel dieser Dreierpin. Auf der anderen Seite gibt es den auch hier. Und da ganz vorne, da unten, da wird eine Achse durchgesteckt, dass das hier nicht mehr abheben kann. Also da kann ich anreißen, da geht nichts weg. Der Bau selber, schauen, ob ich es anders drehen kann. Man sieht wieder ein bisschen, doch nicht viel. Hier wollte ich eigentlich herzeigen, hier, dass ein bisschen Getriebe dazugekommen ist, weil ja unterhalb ein paar Stützen sind. Oh, mal schauen, ob ich das herzeigen kann. Es ist so schwierig, das zu handeln. Auf beiden Seiten hier und hier gibt es Stützen. Vielleicht kann ich so nochmal herzeigen. Da ist eine und da ist eine. Und die kann man dann ausfahren lassen, diese Stützen. Genauso gibt es hier vorne noch Stützen. Oh, das ist wirklich schwierig zum Handeln. Da ist eine. Und da ist eine. So sieht übrigens von unten aus das Gerät. Aber das hat sich ja eh bisher nicht verändert. Das habe ich eh schon mal hergezeigt. Bisschen bunt schaut es jetzt hier aus auf dem Kontrollmonitor. Aber nichtsdestotrotz hat der Aufbau Spaß gemacht. Boah, das ist ja wie eine Fitnessübung im Fitnessstudio. Braucht man keine Gewichte mehr stemmen. Ich bin gespannt. Ich werde sie wahrscheinlich auf die Personenwaage legen müssen. Dieses Gerät hier, um das Gewicht zu messen.
Da bin ich auch schon neugierig am Schluss. Ja, was ich noch sagen wollte, Kader ging so sparsam um mit seinen Bauteilen, dass ich ja vorher hergezeigt habe, was übrig geblieben ist. Mittlerweile habe ich was rausnehmen müssen hier, weil es in diesem Bauabschnitt gefehlt hat. Das war eine, ich glaube, eine 8er mit Stopp, eine 8er Kreuzachse mit Stopp plus ein Achsstopper. Der war hier drinnen, musste ich wieder rausnehmen. So sparsam gehen die um. Und das war alles. Wenn wir schon dabei sind, für die nächsten zwei Bauabschnitte gibt es nur mehr diese Zweierpins hier, diese schwarzen. Das war's. Mehr ist da nicht mehr da. Anscheinend wird hier nicht mehr viel zusammengepinnt. Bei den Dreierpins schaut es nicht anders aus. Da sind noch hier ein paar übrig geblieben, also auch nicht mehr allzu viel. Ich schätze dann mal, dass wir hier dann mit dem Fahrzeug fertig sind und dann die nächsten zwei Bauabschnitte werden ja nur mehr sich der Rakete widmen und anscheinend wird da nicht viel zusammengepinnt. Theoretisch könnte ich jetzt noch die Räder draufgeben. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich es tun soll. Das könnte ich machen und dann, genau, und dann melde ich mich gleich wieder. So, die Räder sind drauf. Selbst das war eine harte Arbeit. War kein Vergnügen, muss ich schon sagen. Aber sie sind drauf. Und er schaut mal richtig cool aus, oder? Also ich finde ihn echt extrem lässig. Ganz ein tolles Gefährt. Und vor allem, es ist jegliches Teil, naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist wirklich ein Bauerlebnis gewesen. Es war wirklich toll bisher. Gut, es geht jetzt weiter mit dem Bauabschnitt G. Der dürfte jetzt der kleinste werden, weil ich habe schon nachgeschaut, es gibt nur 5 Tüten, wo die Bauteile drinnen sind und nur, unter Anführungszeichen, 76 Bauschritte einzelne. Also den dürften wir mal schnell abgehackt haben. Alles klar, los geht's! Der Bauabschnitt G ist beendet. Gebaut habe ich ein Projektil. Gebraucht habe ich dafür gute 3 Stunden. Es waren eigentlich nur 76 Bauschritte, aber trotzdem hat es ein wenig gedauert.
In 5 Tüten waren die Bauteile aufgeteilt und insgesamt gingen hier in dieses Projektil 504 Bauteile rein. Schauen wir ganz kurz wieder ins Detail. Ich kenne mich mit Raketen und Militärtechnologie überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, dass das hier das Innere der Rakete ist. Also es kommt außen noch etwas drüber. Die wird noch größer und noch dicker. Wir haben jetzt schon eine Länge von 70 cm von der Spitze hier vorne bis ganz hinten da. Und es ist schon relativ massiv. Also es ist schon ein dickes Ding. Hier die Spitze, man könnte sie ja wieder dramatisch vorbeifliegen lassen. Das könnte ich ja mal probieren. Mir taugt diese Perspektive einfach. Ich muss das immer machen. Und weg. So sieht sie von hinten aus. Sie hat einen eigenen Antrieb anscheinend. Ja, ich muss aufpassen, dass ich von nichts abreiße. Sie ist eh einigermaßen stabil. Man kann da schon herumwackeln. Aber das Ding hier vorne, die Spitze, die ist, naja, ein wenig labil. Sie wurde mit einer Achse befestigt und ansonsten klemmt sie nur an, weiß ich gar nicht, wie viel sind es denn, 8 Studs. Das Zusammenbauen war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Es wurde sehr viel mit transparenten Halbschalen gebaut, so wie diese hier. Alle diese Halbschalen waren in einzelnen Tüten abgepackt, so wie dieses hier. Da sieht man auch noch eine Spitze, eine transparente. Und jedes einzelne Ding hier, schaut auch cool aus, wie eine Lupe. Jedes einzelne Teil hier wurde in solchen Tüten eben verpackt. Und man erkennt das auch, sie sind wirklich ganz, ganz schön kratzerfrei. Also es liegt, wenn die Bauteile verkratzt sind, so wie diese hier, diese Slopes, die sind zerkratzt, die wurden alle in einem Sack quasi hertransportiert. Das sind, ich habe es nicht abgezählt, aber irrsinnig viele, ich schätze mal, das werden es sein, 50, 60 von diesen Slopes, von diesen großen. Waren alle in einem Päckchen drinnen und die sind zerkratzt. Die sind einzeln eingepackt und sind nicht zerkratzt. Also liegt es tatsächlich am Transport, dass während des Transportes und während der Einladung in die Säckchen wahrscheinlich passieren diese Kratzer dann auf den Baustein. Zum Aufbau wollte ich noch was sagen. Das Ganze muss ziemlich kompakt zusammengedrückt werden, weil ansonsten am Schluss die Verkleidung außen, diese dünnen Streben hier und dann diese großflächigen Bögen nicht drauf passen. Ich habe unten angefangen zum Draufklipsen, dann gibt es hier in der Mitte noch einen zum Draufdrücken und hier oben. Und wenn die nicht wirklich kompakt zusammengedrückt sind, kann man nicht auf die dazugehörigen Studs die Dinger hier drauf klemmen. Es geht nicht. Also muss man das wirklich ganz stark zusammenpressen und dann hält es auch und dann kann man es drauf klipsen. Also das untere Teil hier bis hierher ist steif. Es hält auch sehr gut. Da fällt nichts ab. Das passt. Und ab hier wird es ein bisschen labil, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es macht eh nichts, weil das Ganze hier wird, wie gesagt, nochmal verkleidet. Ja, also es ist wirklich ein unglaubliches Set, was die hier, was Kader hier auf die Räder gestellt hat. Es ist ein Traum. Ein Traum, das zu bauen. Gut, von der Zeit her sind wir wieder weit fortgeschritten. Ich werde hier wieder einen harten Schnitt machen und den zweiten Teil der Aufbautrilogie, jetzt weiß ich's, wir werden 3 Teile aus dem Ganzen machen, beenden und das nächste Mal ist das Finale, der dritte Teil
und da wird alles fertig zusammengebaut, da wird die Rakete zusammengebaut, die Rakete wird dann auf den Transporter draufgelegt und wir werden noch eine Funktionsprüfung machen von dem Ganzen, wie gut das alles funktioniert. Motorisiert wird es auch noch und dann schauen wir weiter. Gut, ich hoffe, es war für euch wieder informativ und hattet ein wenig Spaß beim Zusehen. Mir hat es definitiv wieder Spaß gemacht beim Bauen. Ich wünsche noch eine schöne Woche und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute!